willkommen zu einer neuen Ausgabe der Survivalschule.at. Ich habe eine Anfrage von einem meiner Subscriber erhalten, wie ich meine balligen Messer schärfe bzw. schleifen kann. Und das Ganze möchte ich euch heute in einem kleinen Video präsentieren. Ich habe mir hierzu ein ballig geschliffenes Messer rausgesucht, das CKC Heika, das ich bereits vorgestellt habe. Und es ist nicht mehr ganz so scharf wie ab dem Zeitpunkt, wo ich es erhalten habe, da ich schon einiges damit geschnitten habe. Ja, jetzt werden wir das Ganze schärfen und dazu möchte ich euch kurz zeigen, was wir benötigen. Einerseits benötigen wir, um einen balligen Schliff sauber schärfen zu können, ein Stück von einem alten Mauspad. So wie es jeder noch kennt, das ist ein sehr harter Schaumstoff, also nicht die ganz die weichen oder die ganz die harten, sondern dieses harte Moosgummi eigentlich, kann man sagen. Wenn man so etwas zur Verfügung hat, ist das natürlich perfekt. Sollte man so etwas nicht haben, geht natürlich auch Leder als Oberfläche. Hierzu mein Brett mit dem Lederstreifen drauf, wo ich eine Schleifpaste angebracht habe, also eine Schleifpolierpaste, Kompolitur, was auch immer, um das Messer fein abzuziehen, und das kann man auch als Unterlage hernehmen. Was wir noch benötigen, um sauber ballig das Messer schärfen zu können, ist Schleifpapier, nass Trockenschleifpapier in verschiedenen Körnungen. Ich habe hier von der Körnung 240 bis 2500 alles da, was ich brauche. Sollte das Messer schartig sein oder Ausbrüche haben an der Klinge, man kann das auch schön sehen, in diesem Fall jetzt keine Scharte vorhanden, da ich meine Messer sehr pfleglich behandle, aber sollte irgendwo eine Scharte vorhanden sein, müsste man mit einem groberen Schleifpapier diese zuerst entfernen, diese rausschleifen und sich damit Schritt für Schritt danach hocharbeiten aufs feinere Schleifpapier. Wenn diese Scharten nicht vorhanden sind, das Messer auch noch nicht allzu stumpf ist, so wie in diesem Fall, dann benötigen wir die groben Schleifpapiere gar nicht und wir können eigentlich im Prinzip mit 1000 und aufwärts beginnen, so wie man es auch bei den Wassersteinen machen würde, um das Messer dann zu schärfen. Also ich nehme hier das Schleifpapier mit 1600, das wird das Startpapier sein. Und zum Schluss gehe ich noch mit dem 2500er drüber und dann kann ich euch das Ergebnis präsentieren und auch euch genau im Detail zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, bevor wir jetzt nun mit dem Schleifvorgang direkt beginnen, möchte ich euch noch kurz die Upgrade-Version zeigen des Schleifblocks. Und zwar ist es das hier, das habe ich aus einem anderen YouTube-Video, da habe ich das gefunden, der hat das gebaut, beziehungsweise es war seine Idee und ich habe mir gedacht, tolle Idee, sowas kann ich mir auch leicht und einfach gestalten. Das Ganze sieht so aus, dass es sehr kompakt ist, ein Stück Holz, ungefähr 1 bis 1,5 cm Stärke, und obendrauf wurde eben dieses Mauspad geklebt, um somit die Fläche zu haben, auf der wir schärfen können. Auf die Unterseite kommt später noch ein Stück Leder, das ich ebenfalls mit dieser Paste einstreiche, um mein Messer darauf abziehen zu können. Somit habe ich alles, was ich benötige, in diesem Klotz vereint. Und dieses Gummiband hier verdeckt und schützt das Schleifpapier, das in der Mitte liegt. Also es wurden hier Löcher gebohrt, sehr große Löcher, die durchgehen auf die andere Seite, und hier habe ich meine Körnung 240, 500, dann 600, 800, 1000, 1600, und damit habe ich alles, was ich benötige, um unterwegs mein Messer nachzuschleifen. Hierzu wird das Schleifpapier einfach aufgerollt und in diese Löcher gesteckt. Ja, wie gesagt, hier kommt noch Leder drauf, damit hier umgedreht das Messer auch abgezogen werden kann.
Und das Gute bei dieser Sache ist, ich habe mir das Ganze auch gleich in groß gebaut. Auch hier von 240 bis 1600 alles dabei. Ich werde hier noch ein 2500er hinzufügen, beziehungsweise mir meine Schleifpaste oder so reinstopfen, damit auch diese da ist. Und auch hier muss noch Leder drauf. Ja, und das Gummiband, das hier außen rundum ist, einfacher Hosengummi aus dem Nähzubehörladen, hat folgende Bedeutung. Einerseits kann man mit diesem Gummi verhindern, dass das Schleifpapier irgendwie rausfällt aus den Bohrungen. Andererseits kann man dann sein Schleifpapier, wenn man es dann drüber legen möchte, links und rechts einklemmen. Schleifpapier ist also etwas länger zugeschnitten als der Schleifklotz an sich. Dann falte ich es hier drüber, stecke es unter diesen Gummi rein, links und rechts. Damit ist es schön drüber gespannt und ich brauche es nicht dauernd festzuhalten. Dieser Block hier für zu Hause gedacht, da ich hier auch meine Küchenmesser und sonstiges leicht schärfen kann und damit ich nicht so ein großes Teil mit mir rumschleppen muss, das Ganze nochmal in klein für unterwegs. Ja, aber jetzt genug gefaselt, jetzt werden wir mit dem Schleifvorgang starten. Ich möchte euch gerne beide Varianten zeigen, also einerseits mit dem Klotz hier, mit dem Mauspad obendrauf und auf der anderen Seite auch das Leder, das auf dem Brett draufklebt, wo man das Messer abziehen kann. Ja, ich habe hier versucht, für euch eine Nahaufnahme zu gestalten, damit das Ganze aus nächster Nähe betrachtet werden kann. Wie bereits erwähnt, wir brauchen unser 1600, 1500 Papier, wie auch immer, auf jeden Fall sehr feine Körnung. Bekommt man übrigens in jedem Baumarkt und kann man dort normalerweise auch recht günstig beziehen. Wir brauchen natürlich die weiche Seite, da wenn das Messer aufgelegt ist, wir wollen ja einen balligen Schliff haben und nicht bei einem Wasserstein eine gerade Kante, sondern wirklich eine saubere Biegung nach oben, ähnlich wie die Form einer Patrone von einem Gewehr oder so, die Spitze, die auch rundlich ausläuft, da diese sehr stark belastbar ist und aber auch sehr fein ausschleifbar ist. Äxte zum Beispiel haben das auch. Und das Ganze, was wir machen, ist, wir legen das Schleifpapier auf die feine, auf die weiche Seite des Mauspads auf. In diesem Fall halte ich es jetzt einfach mit den Fingern fest, lege die Klinge plan auf, kippe sie um 10, 15 Grad ungefähr und ohne viel Druck auszuüben, ziehe ich die Klinge ähnlich wie beim Abziehen auf dem Lederriemen weg. Dann kommt hier auch dazu, dass ich bei der Spitze eindrehen muss. Also wenn ich zur Spitze hinkomme, drehe ich das Messer, um immer diesen konstanten Winkel einhalten zu können und auch, dass die Spitze sauber ausgeschärft wird. Wenn das Messer nicht ganz so stumpf ist wie in diesem Fall hier, dann reichen für gewöhnlich ein paar Züge aus, um das Messer nachzuschärfen. Wichtig ist hier, dass wir versuchen, den Winkel einigermaßen konstant zu halten. Beim balligen Schliff ist es nicht so problematisch, wenn wir mal den Winkel verkleinern oder etwas vergrößern. Solange wir in 90% der Fällen mit dem 10 bis 15 Grad, eher 15 Grad für ein Automesser, Winkel schleifen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das heißt, wir legen das Messer plan auf, stellen es leicht an, so es würde jetzt da unten noch eine 2-Euro-Münze circa reinpassen, kann man auch als Maß hernehmen und ziehen es dann weg von der Klinge. Also wir schieben nicht die scharfe Seite voran, sondern wir ziehen es mit dem Klingenrücken zurück. Ja, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, oh ja, das passt schon, können wir auf das nächst feinere Papier wechseln und das zeige ich euch natürlich jetzt. Man muss jetzt auch nicht das Schleifpapier extra in solche Streifen schneiden,
wie ich es gemacht habe. Man kann den Bogen auch so ganzer nehmen. Hierzu wird der Bogen einfach auf diese Lederseite draufgelegt und gleich wie vorhin mit dem versuchten gleichen Winkel funktioniert das Ganze ganz gleich wie vorhin auch. Für die Spitze gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einerseits kann ich das Messer so drehen, um die Spitze mitzuschärfen. Andererseits kann ich aber auch hergehen und das Messer nach oben anheben, wenn ich zur Spitze hingehe. Beides ist möglich. Man sollte halt schauen, dass die Spitze ebenfalls geschärft wird. Und durch die Rundung vorne ist auch ein anderer Winkel erforderlich, in dem Fall entweder die Höhe oder eben auf die Seite gedreht, um diesen Schleifwinkel halten zu können. Es ist, wie erwähnt, nicht viel Kraft nötig, also nur sehr leicht andrücken. Und damit bekommt man sein Messer wirklich wieder rasiermesserscharf hin. Mit sehr wenig Aufwand, sehr günstig das Ganze, da wir nur Schleifpapier benötigen. Achtung beim Kauf des Schleifpapieres, wir benötigen hier kein Holzpapier, da sich dieses zu schnell abnutzen würde bei einem gehärteten Stahl. Am besten sind so Silizium-Carbid-Papiere oder eben alles, was für Metallbearbeitung gut ist. Es gibt auch wesentlich feinere Schleifpapiere, die bis zu 30.000er Körnung raufgehen, zum Beispiel von der Firma Micromesh. Diese sind allerdings sehr teuer und braucht man nicht wirklich. Also man kann, wenn man es einigermaßen geübt hat und probiert hat, mit einem 1000er Papier und dem Lederriemen zum Abziehen danach durchaus Rasurmesserschärfe hinbekommen. Zwar nicht so, dass man sich das Gesicht damit rasieren kann, aber die Unterarmhaare sollten relativ schnell ab sein. Ja, nachdem auch dieser Schritt erfolgreich bewältigt wurde, können wir auf das Leder mit der Paste gehen. Auch hier der komplett gleiche Schritt. Einfach die Klinge, wie bereits gehabt, über das Leder ziehen, um somit die Schneide aufzupolieren. Hier ziehe ich so 10 Mal pro Seite ungefähr drüber. Ich zähle da nicht mit, ich habe das irgendwie so im Gefühl, wann ich denke, dass die Klinge fertig ist. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, kann man das eigentlich recht schnell. Und es ist zwar etwas anders, wie auf den Wassersteinen zu schärfen. Ich empfinde es persönlich als leichter von der Gestaltung her und auch von der Durchführung. Materialkosten sind wesentlich günstiger wie bei den Wassersteinen, da ein Wasserstein oft schon 40, 50, 80 Euro kostet und so ein Stück Schleifpapier sich doch im wenigen Euro-Bereich abspielt. Ja, die Klinge wurde nun schön poliert. Mal sehen, ob wir noch am Haar drauf haben. Vielleicht kann man es hier etwas erkennen. Haare, die auf dem Messer liegen. Ja, die Seitenschiebe. Also das Messer rasiert wirklich einwandfrei. Bis zum nächsten Mal, eure Survival-Schule.